Liebe Schwestern und Brüder, Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Wir haben eben ein Wort Gottes gehört aus dem Anfang des zweiten Briefes des Apostels Paulus an die Korinther. Es ist vielleicht einer der schönsten Briefanfänge des Paulus, denn es tut sich ein weiter Raum auf. Es ist von Trost die Rede. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wie oft kommt da das Wort Trost und Trösten vor? Aber es ist nicht zu oft für den, der nach Trost verlangt. Es ist nicht zu oft für die, die sich trösten lassen wollen. Die können das gut hören, der Gott allen Trostes. Aber auch die, die nicht unmittelbar trostbedürftig sind, stellt dieses Wort des Apostels in einen weiten Raum. Es ist genug Trost für alle da. Der Gott allen Trostes gibt großzügig auch denen, die gar nicht so bedürftig sind oder meinen, sie bräuchten seinen Trost nicht. Und dann kann auch ich nehmen, so viel ich will. Paulus jedenfalls will es so. Er schreibt auch über sich, aber er will, dass alle, die seinen Brief lesen oder hören damals, vor 2000 Jahren oder wir heute Abend, mit hineingenommen sind in diesen Trost Gottes. Dieser Briefanfang bekommt eine besondere Bedeutung, wenn man sich den schwierigen Rest des Briefes vor Augen hält. Schon der nächste Vers nach der Eröffnung spricht konkret von der Bedrängnis, die Paulus widerfahren ist. Und er hat in Korinth in seiner Gemeinde Erfahrungen gemacht, die bitter sind. Der ganze Brief berichtet von Gefährdungen und Kränkungen, Enttäuschungen und Kämpfen des Apostels. Wie kann das kommen? Korinth ist doch die Gemeinde, die Paulus am vertrautesten und am liebsten ist, aber so ist das manchmal. Was einem am nächsten ist, kann einen auch am meisten kränken und verletzen. Er hat erlebt, wie hinter seinem Rücken geredet und seine Integrität angezweifelt wird. Er hat ein klärendes Gespräch gesucht, vielleicht sogar ein Machtwort gesprochen, und er hat das Gegenteil bewirkt. Er schafft es nicht mehr, so meint er, das Verhältnis irgendwie ins Lot zu bringen. Ein anderer Timotheus muss versuchen, den Karren, im Bild gesprochen, wieder aus dem Dreck zu ziehen. Paulus ist unzufrieden mit sich selbst, mit den anderen. Er ist an seine Grenzen gestoßen. Im Laufe des Briefes gibt er zu, wie schwer es ihn verletzt hat, dass er in seiner Berufung als Apostel angezweifelt wird und sogar, dass er selbst mit der eigenen Schwäche nicht zurechtkommt. Ja, er schreibt sogar, dass seine Gebete um Kraft und Stärke wohl nicht erhört werden. Es gibt Situationen, da geht es uns sicherlich wie diesem Paulus. Da möchte man sich am liebsten in ein Loch verkriechen und will nicht mehr. Und da beginnt das Spannende des Briefes, denn Paulus verkriecht sich nicht in ein Loch. Er nimmt den Kontakt auf zu denen, die ihn gekränkt und verletzt haben. Und das ist nicht eine besondere Großzügigkeit von ihm, sondern es ist das Wissen, dass seine Macht und die Macht der anderen ihre Grenze findet in Gott, dem Gott allen Trostes, dem Vater Jesu Christi. Es ist derselbe Gott, der ihn und die anderen zusammenhält. Deshalb ist es auch die Absicht des Paulus, dass er nicht mit sich, nicht mit der Gemeinde, nicht mit der Anklage, nicht mit einer Verteidigung, nicht mit einer Entschuldigung, nicht mit Erklärungen beginnt, sondern er beginnt seinen Brief mit dem Lobpreis Gottes. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi. Und damit macht er deutlich, Gott ist für ihn da und für die anderen. Trotz aller Meinungsunterschiede, das
ist das Fundament, auf dem die Gemeinde steht. Das ist der besondere Trost, über den Paulus spricht. Paulus nimmt in seinem Brief nicht Partei und übt keine Macht aus, genauso wie er sagt, Gott ist nicht parteiisch, er übt keine Macht. Aus allen schenkt er seinen Trost. Und alle sind auf den Gott allen Trostes angewiesen. Dieser Trost gilt dem einen und auch dem anderen. Dieser Trost Gottes ist nicht übergriffig und vereinnahmend, aber er ist ein Trost in Fülle. Und diesen Trost erfährt man, das können wir dann in dem Brief lesen, wenn man sich auf Augenhöhe begegnet als Christen, aber auch wir mit Gott, denn Gott begegnet uns auf Augenhöhe. Trost auf Augenhöhe, das ist die Geschichte Jesu Christi. Gott ist Mensch geworden, er begibt sich auf unsere Augenhöhe, wie es im Philipperbrief, einem anderen Brief des Apostels Paulus heißt, Christus ist nicht fern geblieben, sondern er hat unsere Menschengestalt, ja Knechtsgestalt angenommen und er wurde den Menschen gleich. Dieser Paulus, der zunächst die Christen verfolgt hat und dann der große Verkünder des Evangeliums wurde, er ist davon gepackt, dass er Gott an der Seite weiß, der das genauso erlebt hat wie er, auch Erfolglosigkeit und Enttäuschung, Irritation und Zweifel. Jesus Christus hat alles erlebt und durchlebt. Aber am Ende hat er in seiner Auferstehung den Weg zum Leben eröffnet und deshalb tröstet er uns in all unserer Not, damit auch wir Kraft haben, die anderen zu trösten. Daraus lebt Paulus, daraus schöpft er die Kraft für diesen Briefbeginn. Liebe Schwestern und Brüder, ich wünsche auch uns, dass wir in unserem Leben diesen Trost spüren, dass das ein Fundament unseres Lebens ist, in den vielen Irrnissen und Wirrnissen, Enttäuschungen, Sorgen, Fragen, Zweifeln, Irritationen unseres Lebens, dass da ein Gott ist, der Trost schenkt. Und nicht nur mir, sondern auch dem, der neben mir sitzt und steht. Jedem Menschen möchte Gott Trost schenken, aufrichten, dass man nach vorne schaut. Und damit bin ich noch einmal bei dem Vers, den wir eben gesungen haben im Responsorium nach dieser frohmachenden Lesung. Gottes Wort ist wie Licht in der Nacht. Es hat Hoffnung und Zukunft gebracht. Es gibt Trost, es gibt Halt. In Bedrängnis, Not und Ängsten ist wie ein Stern in der Dunkelheit. Ich wünsche uns, dass wir immer, gerade in der Dunkelheit, ein Wort Gottes vor Augen haben. Vielleicht gerade auch das des Apostels Paulus. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, der Vater des Erbarmens, der Gott allen Trostes.